Im heutigen Coffee Break möchte ich euch unsere Anlagegrundsätze erklären und vorstellen. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Gründer und CEO von True Wealth. Unser Anlageansatz basiert auf den Forschungsergebnissen von mehreren Nobelpreisträgern. Heute möchte ich über zwei von denen reden. Aber fangen wir am Anfang an. Investieren in Aktien kann man schon sehr lange. Schon Aktienmärkte gibt es schon über 150 Jahre und wer weiß wie, hat das auch schon vor langer Zeit können machen. Und Aktien haben historisch auch sehr gut rendiert, im Schnitt etwa 6% über den Wirtschaftszyklus. Und zwar inflationsadjustiert, also über die Inflation. Aber jede einzelne Aktie entwickelt sich sehr unterschiedlich. Und es gibt Phasen, wo Aktienmärkte gut laufen und es gibt Phasen, wo sie schlecht laufen. Und von der Frage, wie man am besten investiert und in wann und in welche Aktie oder in welche Wertschrift, um es allgemein zu sagen, beschäftigt sich eine ganze Industrie. Einer der Ökonomen, der für die Theorie des Investieren fundamental wichtig ist und der für uns die Basis bildet von unseren Anlagegrundsätzen, ist der Eugene Farmer. Er hat als junger Ökonom in den 1960er Jahren in Boston an der Frage geschafft, ob die Renditen von Aktien kurzfristig vorhersagbar sind. Wir wissen, langfristig ist eigentlich alles ziemlich klar. Langfristig rentieren die Aktien mit plus minus 6% über den Wirtschaftszyklus, und zwar inflationsadjustiert, also über die Inflation. Und über den Wirtschaftszyklus kann heißen über mehrere Jahrzehnte, aber wenn man wirklich so eine Brillenanleit über ein Jahrhundert oder über mehrere Jahrzehnte, dann ist es sehr vorhersagbar, was ganze Aktienmärkte als Ganzes machen. Aber die Frage kurzfristig ist natürlich hochinteressant, weil wenn es möglich wäre, einzelne Aktien zu identifizieren, die besser rentieren werden, ja, dann würde man eine Überrendite erwirtschaften können. Dann würde wahrscheinlich auch niemand in die schlechten Aktien investieren und würden alle in die guten Aktien investieren. Eugene Farmer ist zum Schluss gekommen, dass das nicht so ist, dass nämlich kurzfristig die Rendite von Aktien überhaupt nicht vorhersagbar ist. Und er hat auch erklärt, warum das so ist. Und der Grund liegt darin, dass Informationen, die den Preis verändern würden, Informationen von einem Unternehmen, dass die sofort in den Aktienpreis einfließen. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber nehmen wir das Beispiel von einem Pharmaunternehmen, das an der Entwicklung eines neuen Medikaments am Forschen ist. Und sagen wir jetzt, in der klinischen Studie kommen neue Ergebnisse zutage und das Pharmaunternehmen weiss, dass das Medikament vielleicht doch nicht ganz so gut, wie erhofft, funktioniert. Es könnte das Gegenteil sein, es funktioniert sehr gut und die klinische Studie zeigt, dass es eben eine hohe Wirksamkeit hat. In dem Moment, wo das Unternehmen an die Öffentlichkeit geht und über das publiziert, wird sich der Aktienpreis von dem Unternehmen sofort ändern. Und das passiert sofort, innerhalb von Sekunden, wenn nicht Millisekunden. Und das ist der Grund, wieso das kurzfristig Aktienpreise nicht vorhersagbar sind. 2013 hat Eugene Farmer für das den Nobelpreis bekommen. Der zweite Forscher, der damals bahnbrechende Erkenntnisse zutage gefördert hat, ist der William Sharp. Er ist übrigens auch in Boston geboren, so wie der Eugene Farmer. Und ich frage mich an dieser Stelle, warum das alles Amerikaner gewesen sind, damals in den 60er Jahren. Aber man muss sich vielleicht vor Augen führen, dass die USA schon sehr lange Aktienmärkte kennt. Viel länger als andere Regionen, tatsächlich eigentlich schon seit Anfangs von der Industrialisierung. Also, der William Sharpe, was hat er herausgefunden in den 60er Jahren? Er hat gezeigt, dass die Rendite, die auf Wertschriftinvestments oder die auf Aktieninvestments erwarten, dass die direkt mit dem Risiko zu tun hat. Eigentlich ein linearer Zusammenhang. Also mehr Risiko, mehr Rendite erwarten. Weniger Risiko, weniger Rendite. Klingt logisch. Aber es gibt zwei Sorten von Risiko. Ein Teil vom Risiko nennt man systematisches Risiko und der zweite Teil, dem sagt man idiosynkratisches Risiko. Das ist komplizierter, als es ist. Fangen wir mit dem idiosynkratischen Risiko an. Das beschreibt eigentlich das Auf und Ab von einer Aktie, wo von wirklich unternehmensspezifischen Ereignissen herkommt. Also zum Beispiel, macht das Management einen Fehler oder hat das Management etwas super Gutes gemacht? Der Steve Jobs war wahrscheinlich ein Beispiel, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass er wirklich super war. Es gibt auch das gegenteilige Beispiel. Das Management von Enron, wer sich daran erinnert, hat gegen die Interessen der eigenen Aktionäre gehandelt und hat eigentlich die Aktionäre betrogen. Das hat man vorher nicht vorhergesehen und trotzdem ist es passiert. Das sind aber Einzelereignisse, die haben nur den Aktienpreis vom einzelnen Unternehmen im Kern betroffen und nicht den ganzen Markt.
Während dem systematische Risiko, also das Auf und Ab von Aktien, wo mehr mit systematischen Phänomenen zu tun hat, auch dann mehrere Aktien oder gerade eine ganze Industrie in Bann zieht. Also das ist das Risiko, wo von den Veränderungen innerhalb von einer Industrie oder innerhalb von einer Region oder vielleicht sogar in einer globalisierten Welt vom globalen Wirtschaftsgeschehen abhängt. Und beide Komponenten spielen in der Entwicklung von jeder einzelnen Aktie oder jedem einzelnen Aktienpreis inne. Die Rendite, die du erwarten darfst, hängt nur vom systematischen Risiko ab, nicht vom idiosynkratischen Risiko. Du wirst nicht für das idiosynkratische Risiko entschädigt. Und das ist eigentlich Kernaussage von William Sharpe. Er hat das in ein Modell hineingegossen, das nennt man CAPM oder Capital Asset Pricing Model. Und warum das so ist, ist eigentlich auch nicht so schwierig zum Verstehen. Nämlich das idiosynkratische Risiko, das kannst du wegdiversifizieren. Wenn du nicht einfach nur all das Geld in 1, 2 oder 3 Aktien investierst, sondern in viel und im Idealfall in alle Aktien auf dem Planet, dann bleibt gar kein idiosynkratisches Risiko übrig. Das tut sich selber wegdiversifizieren. Aber es bleibt das Risiko übrig, das du nicht wegmachen kannst, und das ist eben das systematische Risiko. Und für das darfst du erwartet werden, dass du eine Risikoprämie bekommst und langfristig wirst du für das Risiko entschädigt. Aber für das andere Risiko, für das idiosynkratische Risiko, wirst du nicht entschädigt. Die Erkenntnis, dass die Rendite, die du erwarten wenn du in Aktien investierst, nur mit dem systematischen Risiko zusammenhängt, die ist so wichtig, dass der William Sharpe 1990 den Nobelpreis dafür bekommen hat. Von ihm gibt es übrigens ein super spannendes Paper. Es sind nur 2 Seiten. Es ist sehr einfach geschrieben. Und das Paper heisst «The Arithmetic of Active Portfolio Management». Ich empfehle jedem, die 2 Seiten zu lesen, wo sein Geld investieren will. Wir haben den Link zu dem Paper unten in den Shownotes da. Und das Paper beschreibt mit einfachen Worten, logisch zwingend, warum das aktives Portfolio Management, also der Versuch, die besten Aktien zu finden oder im richtigen Zeitpunkt im Aktienmarkt zu investieren, warum das solches aktives Portfolio Management nach Kosten im Schnitt zwingend zu einem schlechteren Anlageergebnis führt als sogenanntes passives Portfolio Management und man sagt dem auch indexorientiertes Portfolio Management. Die Erkenntnis von Eugene Farmer und von William Sharpe, für das ja beide jenen Nobelpreis bekommen haben, sind fundamental wichtig und die fließen auch in unsere Anlagegrundsätze ein. Und aus genau diesem Grund machen wir kein Stockpicking. Das heisst, wir versuchen gar nicht, die beste Aktie zu finden. Und wir machen kein Market Timing. Das heisst, wir versuchen nicht, den richtigen Zeitpunkt zum Aktien zu kaufen und verzukaufen zu finden. Wir bleiben einfach konstant investiert. Und als drittes, wir sorgen dafür, dass jedes Kundenportfolio immer diversifiziert ist. Das ist wichtig, denn wir haben ja vorher gesehen, für das idiosynkratische Risiko gibt es keine Prämie. Also dann möglichst wenig von dem Risiko, von dem idiosynkratischen Risiko im Portfolio. Das schafft man damit, indem man über verschiedene Anlageklassen in verschiedene Märkte in möglichst viele Wertschriften und Unternehmen investiert. Und die Umsetzung der Portfolios machen wir mit kosteneffizienten Indexfonds und ETFs, so wie es William Sharpe gezeigt hat, dass das Beste ist. Natürlich ist jeder Anleger, ist jede Anlegerin unterschiedlich. Jeder hat eine andere Risikotoleranz und darum gibt es auch nicht nur ein Portfolio. Jedes Kundenportfolio ist individualisiert, ist individuell. Schön, bist du dabei gewesen. Hast du Fragen oder eine Anmerkung? Schreib mir auf felix@truewealth.ch oder hinterlasse mir einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.